erfolgreichen Menschen macht es einfach nur aus, dass sie immer wieder aufstehen, immer nach vorne gehen und nie sich zu schade etwas sind. Nie. Wenn man von vorne an für etwas sich zu schade ist, dass der Charakter gar nicht so, also der Charakter formt sich so dadurch nicht. Der Charakter formt sich erst, wenn du viel erlebt hast, wenn du viel gemacht hast, auch was dir nicht gefallen hat vielleicht, oder weil vielleicht auch nicht so geklappt hat, wie es war. Dann formt sich der Charakter. Ich denke, du kannst gar nicht trainieren, wie du kannst. Du kannst trainieren, wenn du trainierst, trainierst du, wenn du kämpfst, du kämpfst. Es gibt kein Trainier, wie du kämpfst. Es gibt die Intensität, die beim Training eben so viel höher und intensiver und stärker sein kann, damit du im Kampf diese Intensität auch abrufen kannst. Das ist ein Mikrofon. Ja. Damit filtern wir den Sound unter anderem auch. Okay. Ihr seht es vielleicht schon hinter uns. Die Kulisse hat sich jetzt ein bisschen geändert. Oder es ist ein bisschen was Neues als das, was ihr bisher vielleicht gewohnt seid von meinem YouTube-Kanal. Neben mir, an meiner Seite, mein Trainer, mein Mentor, Europameister 2007 Kickboxen, Spezialzug Ex-Fallschirmjäger. Eine unglaubliche Trainergröße aus Las Vegas, L.A. sogar das Feedback schon bekommen. Dieser Mann formt Weltmeister. Nicht zu weit, nicht zu weit. Die Hand kommt. Hier ist Leber. Bam, ne? Bam, ne? Nicht zu weit. Wenn du zu weit gibst, du schaffst es nicht zu treffen, ne? Schlag kommt gerade. Bam. Schlag kommt gerade. Ne? Bam. Wichtig ist, ganz leichte Pendelbewegung. Das, was wir lernen, Pendelbewegung. Los geht's. Man sieht heutzutage einen guten Boxkampf oder einen guten Kickbox oder einen guten MMA-Kampf und man sagt sich, wow, das ist ja super. Aber man muss erstmal nachvollziehen, wie anstrengend und schwer ist diese Kombination, da ja die Feinmotorik so sensibel arbeiten muss. Du musst bewegen, du musst die Grundstellung ein, du musst einen Bewegungsablauf, du musst nicht getroffen werden und du musst noch treffen. So viele Punkte auf einmal. Da gibt es nur zwei Wörter. Einfach lernen. Lernen.
Immer lernen, das immer auswendig lernen, immer weitermachen. Das heißt, diese Kombinationen sind nur so schön im Fernsehen, wo wir sagen, wow, weil sie einfach nur tausende von abertausende Mal abtrainiert werden. Bevor der Kopf gar nicht, also man hat gar nicht, es schaltet von alleine. Man muss das gar nicht, ja, du musst nicht denken, es schaltet von alleine. Mhm. Und das ist ja die Herausforderung. Und dann sagen die Leute, wow, das ist ein Kämpfer. Ja, aber im Hintergrund, wie viel Arbeit dieser Kämpfer, wie viel Arbeit er aufgibt dafür, bevor er so ist, das kann sich keiner vorstellen. Mhm. Es gibt auch von Bruce Lee diesen wunderschönen Satz, fürchte nicht den Mann, der 1000 Kicks geübt hat, fürchte den Mann, der einen Kick 1000 Mal geübt hat. Hat er recht gehabt? Hat er total 100% recht. Combat Mindset, diesen Einspruch, den möchte ich schon direkt hervorheben. Es gibt diesen Spruch, train as you fight. Trainiere, wie du kämpfst. Mhm. So, ich habe meine Meinung dazu, zu diesem Zitat, aber ich würde auch gerne deine Meinung hören. Als Trainer. Es gibt es einen tollen Sprichwort, der kommt der Elite-Einheit, was ist die Elite-Einheit der Engländer? Wie heißt SAS, die? SAS. Special Air Service. Und das ist einer der besten Sprüche überhaupt. Who dares wins? Nee. Nee? Trainier hart, easy fight. Mhm. Das bedeutet, das ist ganz einfach. Wir trainieren sehr hart und kämpfen einfach. Es ist überall so. Trainierst du hart, hast du es einfach. Trainierst du leicht, hast du es schwer. Bereitest du dich auf einen Marathonlauf und läufst einfach, hast du im Marathon Probleme. Wenn der Marathon 140 Kilometer ist, dann muss ich eben die 60 laufen, damit ich 40 gut laufen kann im normalen Training. Das bedeutet, das ist das Entscheidende. Entscheidend ist das die Vorbereitung. Entscheidend ist das, gut zu trainieren, um später Spaß zu haben und später einfach diese Aufgaben zu machen. Wenn man in dieser Vorbereitungsweise nicht an die Grenzen geht, dann kann man später keinen hohen Erfolg haben. Hier, tiefer runter. Der erste Fehler ist schon, der erste Fehler ist schon hier. Und wenn du runter machst, das machst du so. Das ist falsch. Du bist getroffen. Der rechte funktioniert, er schiebt zur Nase seine rechte Hand und ich gehe da. Das heißt, ich gehe tief, nochmal. Eins, er schiebt zur Nase, boom, boom, boom. Aber das nicht, also das nicht. Ja. Linke zum Bach. Der eine im Wald, der ist ein Mörder. Rechte, Schwinger. Rechte. Jetzt abtauchen. Bam. Bam. Die meisten Menschen, die meisten erfolgreichen Menschen, stehen erstmal auf dem Berg voller Misserfolg. Weil 100%. Misserfolg eben Teil des Erfolges ist, nicht das Gegenteil. Nee, das ist genau richtig, ja. Der Misserfolg ist dafür da, um einfach dich zu prüfen, ob du dafür da bist, um oben zu stehen. Mhm. Und damit musst du umgehen. Damit muss jeder Mensch mit sich selbst umgehen. Das ist sehr wichtig, weil es ist kein Rasma für alle, wo man dran arbeitet, ja, wir können das auswendig lernen. Mhm. Jeder Mensch muss für sich damit auseinandersetzen.
Die erfolgreichen Menschen macht es einfach nur aus, dass sie immer wieder aufstehen, immer nach vorne gehen und nie sich zu schade etwas sind. Nie. Ich war mein Leben lang mir für nichts zu schade. Wenn ich einen Hof fegen musste, habe ich die Höfe gefegt. Wenn ich Zeitung austragen musste, ich Zeitung austragen. Ich war nie zu schade für etwas. Warum? Weil ich glaube, wenn man von vorne an für etwas sich zu schade ist, dass der Charakter gar nicht so, also der Charakter formt sich so dadurch nicht. Mhm. Der Charakter formt sich erst, wenn du viel erlebt hast, wenn du viel gemacht hast, auch was dir nicht gefallen hat vielleicht, oder vielleicht, weil vielleicht auch nicht so geklappt hat, wie es war. Dann formt sich der Charakter. Einfach beobachten, wenn jemand vielleicht nicht den Sinn oder diese Weitsicht hat, gibt es dafür doch gute Auszubildende, gute Ausbilder, die einfach oder gute Trainer, die vielleicht eben diesen Punkt des Weitsicht einfach weitergeben und sie versuchen zu fördern. Ich denke doch, das macht einen guten Trainer aus, dass er die Perspektive eben schenken kann. Gerade wenn ein junger Kämpfer diesen Weg antritt, sich vielleicht nochmal bewusst hinterfragt, alles okay. Aber der Trainer ihn wieder liebevoll daran erinnert, wofür machst du das alles? Ja, und was für ein Ziel hast du? Was für ein Ziel hast du? Wofür machst du das? Das sind wichtige Punkte. Und an dem auch zu arbeiten, dass man ihnen auch die Möglichkeit gibt, dieses Ziel auch mal wahrzunehmen. Einfach mal zu sagen, ich probiere das mal aus. Viele sind auch Erstkämpfer und wollen es einfach nur probieren für sich. Mhm. Finde ich auch ganz toll. Na? Mit der Zeit siehst du ja selber, ob er dafür geschaffen ist, ob er wirklich dabei auch Lust hat. Nicht jeder ist dafür geschaffen, das ist einfach so. Das steckt nun bei uns drin oder es steckt nicht drin. Ne? Aber man kann es ja fördern und rauskitzeln als Trainer. Mhm. Ne? Und der Stillste ist manchmal der Gefährlichste. Ja. Und auch der Freundlichste und Süßeste, genau. Lustigste. Da muss man einfach schauen. Aber nachhinein ist Kampfsport für jedermann, für jeder Mann, jeder Frau, fürs Kind, für ältere Leute. Kampfsport formt, Kampfsport macht Spaß und das ist das Wichtigste überhaupt. Ne? Und das bringt zusammen. Kampfsportler sind immer freundliche Menschen in meinen Augen, weil sie wissen ganz genau, was sie können. Wir wissen, was wir können. Also sind wir immer entspannt. Wir würden nie einen Konflikt angehen mit Schlägen, sondern wir würden das ganz entspannt klären, weil wir wissen, wozu wir fähig sind. Das ist doch das Wichtigste. So ist es. Ich denke auch gerade als Kämpfer, gehst du auch noch mal ein bisschen friedlicher hinein. Wenn du ein Mann bist oder eine Person bist, die vielleicht sich mit dem ganzen Thema Kampf oder Krafteinwirkung sich nie damit auseinandergesetzt hast. Auch schon ein bisschen müde, ne? Ja, das ist das Wetter. Das Wetter, es regnet ganze Zeit. Alles gut, ich piek's. Das nicht Sauerstoff. Ich piek's nicht. Ich brauche Sauerstoffzelt. Entschuldigung. Alles gut. Jetzt habe ich auch komplett den Faden verloren. Das ist doch auch mal gut. Muss man auch mal drin lassen. Wir müssen doch einfach mal reden. Muss einfach mal drin lassen. Ja. Reden lassen. Sorry, aber ich konnte mich gar nicht mehr gerade halten. Alles. Guck mal dir denn. Ich habe ihn gesehen. Unsere Kamera. Der Arme, Mann. Hört auf damit. Alles ansteckt mich an. Aber ich glaube, das macht immer ein schönes Kämpferherz aus. 100%. Dass man lernt, den Schalter umzulegen für bestimmte Situationen. Ansonsten, du bist liebevoll, du bist ein Papa. Du guckst gerne Disney-Filme, Kinderfilme, 100%. Stitch. Ich liebe Disney-Filme, ich liebe Harry Potter. Ja. Ich liebe es, Spaß zu haben. Ja. Ich liebe es, die Welt nicht nur in Schwarz-Weiß zu sehen, sondern die Welt mit meiner Familie und Freunden auch in Farben zu sehen. Ja. Aber eben auch so bewusst, wenn das Leben oder jemand anders irgendwas von außen mich dazu drängt, den Schalter umlegen zu müssen, dass ich mich in der Lage sehe. Ja. Mit dem richtigen liebevollen Umfeld, wie die Energy-Familie. Ja. Wie alles, was du dir hier aufgebaut hast. Ich glaube, unter so einem Umfeld baut man sich einfach die Familie des Geistes auf und da liebt man es auch zu lernen, liebt man es zu trainieren. Man liebt die Härte, weil man weiß, hier erfahre ich Sinn und Leidenschaft. Mhm. Und dafür danke ich dir auch von Herzen, dass ich hier ebenfalls Teil davon sein kann. Danke dir auch, ja. Das ist sehr wichtig. Okay, damit würde ich auch schon sagen, kommen wir gerade zum Ende, zu unserem ersten Beitrag, gerade mit Robert. Trainer, vielen lieben Dank für deine Zeit. Danke nochmal auch, Herzen, dass du die Zeit dir genommen hast dafür. Sehr, sehr gerne. Es ist cool, ja, wir quatschen zusammen. Ich meine, man kann viel philosophieren, aber es ist ja auch Arbeit, sehr viel. Und man muss die Arbeit auch wagen und an der Arbeit arbeiten. Also an sich selber, an den Schülern und an den Projekten. Und wie ich schon sagte, also ich wiederhole mich immer gerne bei dieser Sache. Ihr werdet viele Stolpersteine in eurem Leben haben.
egal was. Wenn ihr ein Ziel habt, arbeitet daran. Das macht auch etwas aus, euer Charakter aus, und das wird schon kommen. So sehe ich das auch. Ja. Vielen lieben Dank für deine Zeit. Dankeschön. Und für die ISF verlinken wir euch natürlich alles, wo noch frei buchbare Tickets zur Verfügung stehen. Ja. Tragt euch da gerne ein, falls ihr noch weitere Informationen sucht. Link zu allem findet ihr hier in der Videobeschreibung. Ja. Und wir freuen uns, euch schon mit weiteren Content und Exklusivbeiträgen bereichern zu dürfen. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Danke.